Die Gedanken, die dir durch den Kopf gehen, wenn du erfährst, dass du nur noch wenig Zeit hast, ist, was du alles zu deinen Lieben sagen möchtest. Ihre Geschichte bewegte die ganze Welt. Jetzt ist Brittany Maynard tot. Die 29-Jährige entschied sich für den Suizid mit Tabletten, nachdem bei ihr Anfang des Jahres ein schwerer Gehirntumor diagnostiziert wurde. Das erzählt sie in einem Wochen vorher aufgenommenen Interview. Nachdem ich geheiratet hatte, bekam ich die ersten Kopfschmerzen. Die waren heftig. Ich habe sie nicht verstanden, da ich vorher noch nie so etwas hatte. Als ich die Diagnose bekam, waren mein Mann und ich gerade dabei, eine Familie zu gründen, was mir das Herz bricht. Dan und Brittany gaben sich 2012 das Ja-Wort. Auch für den 43-Jährigen war die Krebsnachricht mehr als niederschmetternd. Trotzdem oder gerade deswegen unterstützte er seine Frau von Anfang an. Es klingt so klischeehaft, aber wir nehmen alles Schritt für Schritt. Das ist die einzige Möglichkeit, diese Sache durchzustehen. Man entledigt sich von all diesen materiellen Dingen, dem ganzen Nonsens, an dem unsere Gesellschaft hängt, und merkt, was wirklich wichtig ist. Obwohl es dem Paar nicht möglich war, Kinder zu bekommen, hatte Brittany für ihren Mann nur einen Wunsch. Mein Mann ist so ein wundervoller Mensch. Ich möchte, dass er... Ich verstehe, dass jeder trauern muss, aber ich möchte, dass er glücklich ist und eine Familie hat. Ich weiß, es klingt merkwürdig. Aber kein Teil von mir möchte, dass er den Rest seines Lebens seine Frau vermisst. Deswegen hoffe ich, dass er nach vorne blickt und eine Familie gründet. Moves on and becomes a father. Am 1. November nahm Brittany Medikamente und schlief im engsten Kreis ihrer Familie und Freunde ein. Bis zuletzt kämpfte sie für ein Sterben in Würde. In ihrem Abschiedsbrief lautet ihr letzter Satz: Adi Welt, verbreitet gute Energie, reicht es weiter.